Spotfight. Wir leben Wrestling. WWE und Sony Pictures Network India verkündeten, dass die Show vom 8. Dezember der Indien-Tour diesen Jahres gestrichen wurde. So wird es einzig und allein zu der jetzt genannten Supershow am 9. Dezember kommen. Der Main Event für diese Supershow wird Triple H gegen Jinder Mahal sein. Warum die Indien-Tour auf lediglich eine Show reduziert wurde, ist derzeit unklar. Als Ersatzshow kommt WWE am 8. Dezember nach Abu Dhabi. Hier wird Triple H gegen Roman Reigns antreten. In einem Interview mit Jim Ross sprach Chris Jericho über sein bevorstehendes Match mit Kenny Omega bei New Japan Pro Wrestling und der Beziehung zu Vince McMahon. So sagte Jericho, dass er immer ein sehr gutes Verhältnis zu Vince gehabt hätte und dieses auch nicht gefährden wollte. Somit wusste der Chairman schon vor der Bekanntgabe über die Medien von dem Match Bescheid. Er fügte hinzu, dass er immer ein WWE-Guy bleiben würde, aber dennoch diese Chance aus finanzieller und öffentlicher Sicht nicht ablehnen konnte, womit Vince McMahon auch absolut einverstanden war. In der vergangenen Woche berichteten wir mehrmals über das neue Tag-Team von Eric Rowan und Luke Harper. Nun steht der offizielle Termin für ihre Rückkehr in die Weekly-Shows fest. So werden die Bludgeon Brothers kommende Woche bei SmackDown Live ihr Debüt feiern und das Tag-Team-Roster verstärken. Achtung, die folgende Meldung enthält SmackDown-Spoiler. Wie einheitlich Ende der vergangenen Woche berichtet wurde, sollte Paige bei Raw ihr großes Comeback feiern. Daraus ist bekanntlich nichts geworden, die Hintergründe dafür sind mittlerweile aber an die Öffentlichkeit gedrungen. So hat sich Paige vor der Arena mit vielen Fans ablichten lassen, zudem postete sie mehrere Fotos von sich und Teilen des Raw-Rosters in den sozialen Medien. Daraufhin entschied man sich gegen ein Comeback von Paige. Bekanntermaßen wurde aber bei SmackDown durch den Titelgewinn von Charlotte ein Platz im Survivor Series Team der SmackDown-Frauen frei. Derzeit deutet alles darauf hin, dass Paige diesen Spot am Sonntag einnehmen wird. Zudem kam es im Rahmen von Charlottes Titelgewinn zur Rückkehr des WWE Hall of Famers Ric Flair vor die TV-Kameras. Dieser betrat nach dem Sieg seiner Tochter die Stage und feierte mit ihr den Sieg über Natalya. WWE richtete sich hier nach der kürzlich erschienenen 30 for 30 Documentary von ESPN über Ric Flair, um von der medialen Aufmerksamkeit auf Ric Flair und Charlotte, die ebenfalls Teil der Dokumentation war, zu profitieren. We'll be right back.